Hallo bei Hollywood TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche war ich im Discounter im Nachbarort und da ist mir dieser wunderschöne Fräserkasten aufgefallen. Knapp 30 Euro für 25 Fräser. Das sind etwas mehr als 1 Euro pro Fräser. Und da wird der Laie wahrscheinlich denken, boah, Wahnsinnsangebot, da kann man doch nichts falsch machen. Also ab in den Einkaufswagen mit dem Ding. Leider ist es nicht so einfach, denn wenn man mal weiß, wo die Unterschiede zwischen einem guten und einem schlechten Fräser liegen, dann wird man ganz sicher zukünftig um diese Fräserkästchen oder auch diesen Holzkasten, das ist nämlich auch einer, der oft mit den Fräsen, mit den Billigfräsen aus China dann gleich mitverkauft werden oder auch einzeln so um die 15 bis 20 Euro verkauft werden. Und wenn man mal weiß, worauf man achten muss, dann wird man zukünftig um diese Fräserkästchen einen weiten Bogen machen. Und darum soll es in diesem Video einmal gehen. Und ich möchte euch so ein bisschen sensibilisieren und euch so ein bisschen aufklären und zeigen, wo die tatsächlichen Unterschiede sind. Denn nicht nur das Werkstück, das kann unter diesen Fräsern leiden, indem ihr halt keine besonders gute Fräsung bekommt, die ihr dann auch stundenlang noch nachschleifen müsst, sondern es kann auch wirklich ein Sicherheitsrisiko sein. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Als erstes schauen wir uns einen der Nutfräser etwas genauer an. Was sofort auffällt, er hat keine angeschliffene Stirnfläche und kann daher auch nicht zum Eintauchen mitten ins Werkstück genutzt werden. Außerdem sind die Schneiden am oberen Ende leicht schräg verschliffen. Exakte 90-Grad-Ecken sind damit jedenfalls nicht möglich. Dieser Fräser ist also nicht nur ungenau gefertigt, sondern er kann auch nicht mitten ins Holz eintauchen. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an. Dadurch, dass die Mitte der Stirnfläche nicht schneid- bzw. bohrfähig ist, kann dort auch nichts abgefräst werden, sondern es bleibt in der Mitte der Bohrung eine dunkle, runde Brandstelle zurück. Qualitätsfräser besitzen deshalb zumindest immer eine angeschliffene Stirnfläche. Und wer viele Tauchfräsungen machen muss, der kann solche Nutfräser auch mit einer zusätzlichen Hartmetallschneide in der Stirnfläche kaufen. So, die nächsten Fräser, die wir uns anschauen wollen, sind der Hohlkehlfräser und der V-Nut-Fräser. Und egal, ob ich jetzt diese hier aus dem Kästchen nehme oder diese hier, die sind beide ähnlich schlecht aufgebaut. Und wir schauen uns die mal kurz hier vorne an und man sieht schon gleich, das ist im Grunde genommen nur ein Fräserschaft, oben ein Schlitz drin und da ist das Hartmetall eingelötet. Und damit ihr das besser sehen könnt, habe ich das mal fotografiert und blende euch das jetzt auch mal ein und erkläre euch, wo wirklich das erhebliche Sicherheitsrisiko bei diesen Fräsern liegt. Die weit überstehenden Hartmetallplättchen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, denn sie können schon bei der geringsten Belastung sehr leicht abbrechen. Auch die extrem schlechten, quasi aufgebrutzelten Lötstellen sollten einem zu denken geben. Und aufgrund des enormen Schneidenüberstands erfüllen diese Fräser auch nicht die strenge EU-Norm. Bei hochwertigen Fräsern wird dagegen das Profil durch zwei perfekt auf den Grundkörper aufgelötete Hartmetallschneiden erzeugt. Diese Schneiden sitzen außerdem leicht schräg in einem Achswinkel und erzeugen so auch einen sehr sauberen, ziehenden Schnitt. Außerdem sind diese Fräser klar und deutlich für den Handvorschub zugelassen und dürfen das Zeichen MAN für manuellen Vorschub auf dem Schaft tragen. So wie ihr sicher gesehen habt, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Der Überstand, der immense Überstand dieser Hartmetallplättchen, das ist ein riesiges Sicherheitsrisiko und solche Fräser gehören eigentlich ins Altmetall, in den Schrott. Also sowas niemals in eure Oberfräse, die ja bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute macht, das wollt ihr nicht in der Werkstatt rumfliegen haben. Also die auf jeden Fall schon mal aussortieren und nicht nutzen. Kommen wir dann zu Fräsern, die eigentlich sehr häufig eingesetzt werden, zu sogenannten Abrundfräsern. Und auch da gibt es natürlich welche in dem Set drin. Ich schau mal gerade, das sind diese beiden Größen, die haben wir hier drin. Und natürlich gibt es hier auch zwei Abrundfräser, ähnlich aufgebaut
Und auch hier schauen wir uns einfach mal an, wo die Unterschiede zu Qualitätsfräsern liegen. Denn das kann ich euch mit den Fotos, die wir jetzt gleich einblenden, deutlich besser zeigen. Und da werdet ihr staunen, was das doch für erhebliche Unterschiede sind. Billig-Abrundfräser besitzen meist kürzere Schäfte, kleinere und oft schlecht laufende Kugellager und deutlich dünnere Hartmetallschneiden. Und auch der Schneidenachswinkel ist so gering, dass auch die Fräsung deutlich schlechter ausfällt. Richtig gefährlich ist aber wieder der enorme Schneidenüberstand der dünnen Hartmetallplättchen. Und auch dieser Fräser besitzt wieder extrem schlechte Lötstellen, die ebenfalls ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen. Bei hochwertigen Abrundfräsern könnt ihr außerdem das größere Kugellager auch ganz einfach gegen ein kleineres tauschen und so noch zwei weitere Profilvarianten erzeugen. In vielen Fräserkästen ist dieses kleinere Kugellager meist auf dem Karnisfräser montiert. Und ihr müsst es nicht mal extra kaufen. Der Kugellagerwechsel klappt am besten, wenn der Fräser fest in der Spannzange steckt. Aber auch in einem einfachen geschlitzten Holzbrettchen lässt sich das Kugellager sehr gut wechseln, ohne dass der Schaft dabei beschädigt wird. Unter dem Kugellager befindet sich bei hochwertigen Fräsern auch eine leicht gewölbte Unterlegscheibe. Hier ist es wichtig, dass ihr die Scheibe immer mit der Wölbung nach außen zeigend aufsteckt. So entsteht nur Druck auf den inneren Kugellagerring und der äußere kann sich weiter frei drehen. Und, eigentlich logisch, ich sag's aber trotzdem, die große Scheibe gehört unter das große und die kleinere unter das kleine Kugellager. Zum Schluss dann noch die Aufspannschraube mit extra breitem Kopf aufdrehen und schon könnt ihr mit einem ganz normalen Abrundfräser nur durch den simplen Tausch des Kugellagers noch zwei weitere Profile herstellen. So, ich denke, man konnte auch eindrucksvoll sehen, dass auch bei diesen Abrundfräsern schon deutliche Qualitätsunterschiede zu sehen sind. Und klar, ihr könnt natürlich auch mit solchen Fräsern eine Kante abrunden, aber das Fräsergebnis wird nicht so gut sein wie mit einem Qualitätsfräser und ihr müsst deutlich mehr nachschleifen. So, schauen wir uns den nächsten Fräser einmal in den Kästchen an und das wären die Bündigfräser. Ich zeige das mal hier und auch hier haben wir natürlich zwei Bündigfräser in dem Kästchen drin, einen kleinen und einen größeren, den 12,7er, das ist so der Standarddurchmesser bei diesen Bündigfräsern. Und was einem hier eigentlich sofort auffällt, nicht nur die Dicke der Hartmetallschneiden, sondern vor allen Dingen die Länge. Denn dieses Ding hat eine Länge von knapp 15 mm. Wenn ihr jetzt mal überlegt, was wollt ihr an 15 mm Höhe denn bündig fräsen. Also auch hier könnt ihr im besten Fall ein paar Anleimer bündig fräsen oder dünnes Furnier bündig fräsen, aber das war es dann auch schon. Also ein Fräser, der zwar dabei ist, aber eigentlich überhaupt keinen Wert hat. Und auch hier habe ich mal diesen Bündigfräser mit einem Qualitätsbündigfräser gegenübergestellt und da seht ihr das noch besser. Die Schneiden sind nicht nur deutlich dünner, sondern an den Enden auch wieder leicht verschliffen. Und wenn ihr Werkstücke nach einer Schablone kopieren möchtet, dann sind Qualitätsbündigfräser mit dickeren und doppelt so langen Schneiden quasi ein Muss. Und ein Bündigfräser mit leicht schräg eingesetzten Schneiden hinterlässt noch bessere Fräsoberflächen. Tun wir den mal wieder weg und schauen uns noch einen Fräser an, der auch immer gerne mit dazu gesteckt wird in diese Billigfräserkästchen und zwar einen solchen Grat- und Zinkenfräser. Und wenn man sich den mal anschaut, man sieht auch schon gleich, wo das Problem bei diesen Fräsern liegt. Sie haben einen sehr, sehr schmalen Hals hier unten, der schnell abbrechen kann. Und es ist mir tatsächlich mal bei einem Fräsersatz passiert, dass so ein Fräser mal abgebrochen ist. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Das ist auch ein älteres Video, wo ich gezeigt habe, wie man mit so einem Gradnutfräser eine entsprechende Gradnut in einem Arbeitsgang ohne Vorfräsen, was man normalerweise nicht macht. Aber das ist natürlich Stress für den Fräser. Und da sieht man dann, wie er eben genau an diesem Hals, der ja sehr, sehr dünn ist, dann auch abbricht.
Auch bei diesem Grat- und Zinkenfräser sind die Lötstellen wirklich gruselig. Auch die Schneiden und vor allem die beiden Spitzen stehen viel zu weit über dem Grundkörper heraus und können schon nach wenigen Metern abbrechen. Und der auf fast 4 mm dünne abgedrehte Hals ist quasi eine Sollbruchstelle. Aber seht einfach selbst, was mit so einem Billigstfräser unter extremsten Bedingungen in hartem Buchenholz passiert. So wie ihr gesehen habt, schlechte Fräser können auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn also so ein Fräser abbricht und irgendwo in der Werkstatt rumfliegt, dann möchte man nicht dabei sein. Also macht da ruhig einen großen Bogen drum und solche Fräser, die bringen euch auch überhaupt nichts, denn wenn ihr wirklich mal Zinkenfräsen oder Zinkenschwalben fräsen wollt, dann braucht ihr auch einen absolut passenden Fräser dafür. Und meistens sind diese Fräser eben nicht passend. Entweder stimmt die Gradzahl nicht oder der Durchmesser stimmt nicht. Und was viel, viel wichtiger noch ist, die haben so kurze Schäfte. Was wollt ihr mit so einem Fräser? Ihr braucht einen Fräser mit langen Schäften, so wie dieser Fräser hier von CMT. Das ist ein wirklich hochwertiger Fräser, der hat die richtige Schräge, zum Beispiel 8 Grad in diesem Fall, der hat den richtigen Durchmesser von 12,7, kann also mit diesem Fräser auch in einem bestimmten Zinkenfräsgerät dann eingesetzt werden. Also lasst sowas einfach in dem Kasten drin und auch hier seht ihr wieder, was nützt euch dieser Fräser, wenn ihr ihn nicht gebrauchen könnt. Oder wie gesagt, wenn er auch noch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Mein Tipp ist immer, kauft euch die Fräser auf gar keinen Fall in solchen Billigsets. Und wenn ihr euch überhaupt mal einen Fräsersatz anschaffen wollt, dann schafft euch am besten einen kleinen 12-teiligen Fräsersatz an. Gute beginnen etwa ab 100 Euro aufwärts. Dann habt ihr einen guten Fräsersatz und mit 12 Fräsern habt ihr schon einen guten Grundstock. Damit könnt ihr anfangen. Alles Weitere könnt ihr euch dann später passend zu eurem Bedarf anschaffen. Wie beispielsweise auch so einen Zinken- und Gratfräser, den ihr dann auch passend zu eurem Zinkengerät euch anschaffen könnt. Also wie gesagt, macht um so einen Kram einfach einen großen Bogen. Es bringt euch nichts. Letztendlich kostet es euch nur Geld und es gehört eigentlich in den Schrott, ins Altmetall. So, das war's dann wieder mal für heute von mir und ich hoffe, ich konnte so ein klein wenig die Unterschiede zwischen guten und schlechten Fräsern für euch herausstellen und ihr wisst zukünftig, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch Fräser anschafft. Und wer noch ein bisschen mehr zur Oberfräse wissen möchte, dem empfehle ich auch mein Handbuch Oberfräse und dort findet ihr zum Beispiel auch ein Kapitel zum Fräserkauf, worauf ihr dort achten müsst. So, und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch bitte auch ein Abo da, damit ich euch auch weiterhin solche Videos hier auf meinem Kanal präsentieren kann. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, allzeit unfallfreies Holzwerken, macht's gut und tschüss!